Aha. Also ich kann aggressiven Warscale oder defensiven Warscale kriegen. Also wenn ich aggressiv mich verhalte, bekomme ich ja, aggressiven Warscale. Aber wenn ich defensiv und taktisch vorgehe, kriege ich defensiven Warscale. Was auch immer es bedeuten mag. Ich muss mal meinen Wecker neu stellen. Lustigerweise kriege ich nur defensiven. Bis jetzt. Die ist ja immer noch Level 1. Ach, und dementsprechend, wie der mein Wert da drin ist, werden andere Kampagnenmissionen freigeschaltet. Picking Crew. Picking Crew. Komm, lass uns das mal machen. Ah, neues Reinforcement, eine Fregatte, Albatros. Ach, das ist ein ganzes Szenario. Die Scavengers clearen von dem Wrecking Site, von der Bruchstelle der Liberty 2, oder? Ob es klug ist, die Schiffe zu nutzen, obwohl ich lasse die Nemo mal eine Runde drin und nehme nur noch zwei Raider mit der Albatros. Aus dem Grund heraus, ich will mal gucken, ob die Raketen sich auffüllen. Wenn ich die jetzt eine Mission mal zu Hause lasse. Und ich denke mal, die Albatros wird genug Power haben, um uns ein bisschen zu unterstützen. Nicht unterstützen, sondern um Ärger zu machen. Widerstand ist immer zwecklos. Man kommt, also es wird gefragt von Scorpion im Chat, ob man auf Großkampfschiffe oder auf Jäger gehen will, beziehungsweise ob ich das will. Ich glaube, das kann man gar nicht so entscheiden. Ich denke mal, du musst später schon eine gewisse Mischung drin haben. Ich hatte noch einen Punkt. Stimmt, ich hatte das Hauptschiff und drei Kommandopunkte frei, ne? So, die Fregatte ist aber equipped mit Gegenmaßnahmen. Die Projektile auf dem Geschossweg, beziehungsweise Anti-Missile. Gegenmaßnahme. Ach so, feuer ich die dann einfach ab. Momento mio. Wenn ich noch einen Punkt hatte, dann machen wir es einfach so. Dann nehme ich nämlich einfach drei Jäger mit. Hallo Killer TV, ja, das ist ein Spiel, was du auch auf Steam kaufen kannst. Lustigerweise warst du sogar bei den Topsellern drin, aber ich glaube, keiner hat es mitbekommen bei der Anzahl von Rezensionen, die das bekommen hat. Nämlich nicht sehr viele. So, genau. Da ist ja die Liberty, die zerstört wurde, und jetzt können wir die Crew daraus retten. Wenn wir denn das Utility Ship, die Klabautermann Lispen, dahin führen, schnell genug. Nicht schnell genug, aber irgendwann.
Hat die Klabautermann irgendwelche Waffen? Natürlich nicht. Natürlich hat die Klabautermann keine Waffen. Ich muss aber sagen, der Ton gefällt mir. Also wirklich, die Musik ist eigentlich ziemlich gut. Na? Schießt du auf die gute Klabautermann, mein Freund? Stunbeam. Wir sollten jetzt eigentlich in Waffenreichweite kommen. Ich gebe einfach mal volle Power auf Frontschilde und ramme den mal zum Test. Weil ich habe bei dem seine Waffen schon, dem seine Schilde schon ein bisschen abgeschwächt. Ach, heute mal doch eine Rakete mit. So, volle Waffen. Du fliegst am besten so, dass du rechts und links in deine Geschütze reinkriegst. Du weiter geradeaus. Schießt beide auf den Raider da vorne. Oh, der ist platt. Ja, du hast ein paar Probleme mit den Schilden. Macht ja nichts draus. Vielleicht war ich ein bisschen zu schnell mit der unterwegs. Moment, wir schicken die mal nach links. Weil ich glaube, alle Gegner kommen jetzt nur von rechts. Können die Raider auf den schießen? Vor allem, die Mission geht angeblich noch weiter. Aber der hat mein Schiff gerammt. Oder ich habe mein Schiff selbst zerstört. Eins von beiden ist gerade passiert. So, bom, 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 bom. Hätte ich das Schiff retten können? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin zu langsam unterwegs. Schalt mal um auf balanciert.
Du bitte auch. Auch wenn der recht viel aushält. Schon mal einlenken. Du bitte drehen. Ich glaube, zurzeit versucht gar kein Schiff zu fliehen. Ja, ja, die Korvette können wir jetzt gebrauchen. Aber hier ist schon mal ganz gut. Weil ich beide in unterschiedliche Richtungen gedreht habe, kann ich die eine jetzt dem hinterher schicken. Hier jetzt auf den da. Du kannst den da ärgern. Wie der Sauhund einfach genau immer hinter mein Schiff fliegt. Frontschilde gehen wir mal ein bisschen runter. Topschilde können wir auch ein bisschen runtergehen. Die Schilde von meinen von meinen Raiders, die sind ja alle noch relativ gut. Außer von der Lincoln hier vielleicht. Können wir auf die hinteren Schilde noch gehen. Prozent Schilde bei dem. Du gehst einfach mal geradeaus, dann kannst du im Vorbeiflug den Raider da links noch angreifen. Ihr könnt beide auf Waffen gehen. Reduzieren. Du auch. Mit, im Optimalfall könnt ihr beide den angreifen, ne? Ist einer von denen gestorben? Ne, einer steht da direkt bei mir am Schiff dran. Ich hoffe, er will nicht links in mich reinknallen. Auf zur Mobsgeschwindigkeit, richtig. Dum, 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 dum. So, der hat nur noch Schilde obendrauf. Der hier ist auch so gut wie erledigt. Und der da hinten scheint es abhauen zu wollen. Ah. Moose. Dabei kann er mir gar nicht abhauen. Glaube ich jedenfalls, dass keiner türmen kann. Nächster Platt. Gehen wir auf balanciertes Feuern. Und jetzt schicken wir noch die Jäger hinterher. Mir fehlt hier ein bisschen übrigens eine Taste, womit ich dann automatisch die Schilde, beziehungsweise genau das alles balancieren kann auf 1. Hiermit kann ich ja ausschalten, bestimmte Bereiche.
Wisst ihr, was ich meine? Damit direkt alles gleichmäßig wieder verteilt wird. Aber ich glaube, das haben die nicht reingemacht, weil wie willst du das gleichmäßig verteilen? Obwohl, könntest du ja sagen, alles 50%. Könnte. Na, los. Ja, umflieg mich ruhig. So, jetzt sind die eh platt. Ist der noch platt? Na, vielleicht sind zwei Piloten drin. Oder ist eine Frau? Ich will ja nicht sexistisch sein. Ich glaube an den Sieg! So. Ah, es war jetzt aggressives Vorgehen, weil ich meine Fregatte verloren habe, beziehungsweise das Schiff, was das alles retten sollte. Aber durch dieses Verhalten verliere ich dann defensive Punkte. Da ist ein bisschen Banane. Das läuft so ein bisschen in die falsche Richtung dann, oder? Mach's mal so. Perimeter Work. Protects the Salvage Team from all threats. Also von allen Angreifern schützen. Scoute für alle Gegner auf dem Weg zur Nemo 4. Die Nemo 4 war das Schiff, was wir einsetzen wollten zum Retten, ne? Bänder. Ja, habe ich. Wir werden jetzt auch mal die Corvette einfach mitnehmen. Ich glaube, das war jetzt vorhin wirklich ein Riesenproblem, die nicht mitzunehmen. Weil die ordentlich den Raiders gezeigt hätte, was Sache ist. So, bum 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 bum. Ach, guck mal, ich könnte jetzt auch eine weitere Corvette nehmen. Wenn ich das Geld hätte. Beziehungsweise die Points. So, Markierungen sind in Sichtweite. Da sind wieder Krills. Da können nicht mehr von ihnen sein. Wir werden sie aus dem Weltall schießen, wie davor auch. Oh, so schnell hätte ich nicht gedacht, dass sie da sind. Aber ich habe wieder Raketen auf dem Schiff. Wo ich einfach beidrehe und direkt mit voller Waffenpower auf die schieße. Episch. Episch. Energie. So, dreh mal bei, benutze deine Seitengeschütze.
Ja, das halten die nicht lange aus. Die Gegner. Sehr gut. Sehr guter Einwand vom Chat. Wir wissen nichts über ihre Sprache, über ihre Kultur oder über ihr Aussehen. Rammgeschwindigkeit. Ist aber die Sache, ja, wir verstehen ihre Sprache nicht, aber das kann man ja später korrigieren, indem wir ihr Land annektieren und sie komplett ausrotten. Und dann später sie nur aus Dokumentationen kennen. Da vorne sind noch mehr Krill. Ich überlege gerade. Ah, sehr schön, der Nachtpunkt wurde getroffen. Aber wir sind voll schnell. Achte mal, wie die abrasen. Nur ein toter Krill ist ein guter Krill. Wir benutzen deutsche Integrationspolitik für sie. Was denkt ihr, was die wollen? Liebe. Denkst du, diese Dinger können denken? Sie müssen ja hier sein für wegen einem Grund. Glaubst du, sie wandern einfach nur durchs Weltall und suchen nach Snacks? Solange sie auf uns schießen, bin ich glücklich, dass ich auf sie schießen kann. Ein wahrer Krieger. So bleiben die Sachen einfach und leicht für dich. Gute Frau. Benja von Katan fragt, ob es Early Access ist. Lustigerweise habe ich Videos gesehen, die eine Woche alt sind, wo Early Access dran steht, aber in Wahrheit ist es eigentlich released. Boah, die Stun Gun ist echt nicht schlecht. Ich hoffe mal, das reicht, um den auszuschalten, wenn wir jetzt da rangehen. Bist du noch volle Waffen? Ja, bist du. Ich werde mal aus Faulheit zwei Raketen abfeuern. Dann darf ich mit den Schiffen jetzt nicht so nah rangehen. Weil wenn die explodieren, gibt es ein bisschen AOE-Schaden. Das kann ich nachvollziehen, Bender von Katan. Ich finde es eigentlich auch so von den Elementen her, finde ich das Spiel echt nicht schlecht. Vor allem, es gibt wirklich viel zu wenig Flottenkommando-Taktik-Spiele, wo man halt mit seiner Flotte so ein bisschen managen kann. Was ich ein bisschen schade finde, was kann ich jetzt auch schon sagen, ist, dass man anscheinend die Schiffe nicht editieren kann. Also man kriegt die Schiffsklassen vorgegeben, kann aber dementsprechend variieren, welche Schiffe man mitnimmt bei 8. Vielleicht ist es auch eine Sache, wo man noch gucken könnte, was zukünftig ist in Sachen Multiplayer, da habe ich mich noch gar nicht drüber informiert. Ich glaube, zurzeit gibt es keinen. Es gibt halt einen Skirmish-Mode, es gibt halt die Kampagne und ja, das war's dann erstmal. Und ich glaube, Multiplayer gibt's nicht.
Aber wirklich, ohne Witz, Dombach hat gerade vorgeschlagen, beziehungsweise gefragt, ob es einen Koop- oder PvP-Modus gibt. Und das, sowas wäre eigentlich total witzig für einen Koop-Modus, vor allem, wenn man dann nicht die Bewegung der feindlichen, also der Freunde sieht. Weil dann gibt es ja lustige Situationen, wo man aus Versehen den Feind rammt. Oder halt Alienwellen aufhalten, etc. etc. Wir töten einfach alles, was wir sehen. Kommen da schon wieder neue? Nein. Vor allem, wo ist denn... Ich habe gar keine Markierung mehr. Ach, macht nichts. Ist eh noch ein Krill übrig. Gibt es irgendwann Superkrills? Blauwalkrill. Warum sagen wir eigentlich, dass es aggressiv ist, wieder mein Vorgehen? Was habe ich denn falsch gemacht? Das war taktisches Eliminieren.